Okay. Ready? Nicht an. Doch. Nein. Wenn es angeht, nach weißt du. Jetzt filmt er. Bist du sicher? Ja. Ich noch mal da bin ich mal gespannt. So, dann müsste es so ja richtig gut sein. Sehen Sie, die Identität, wir haben eine ganze Debatte auch ja, in einem bestimmten Moment, diese Regierung wollte auch für nicht mitzuholen, das Recht geben, um das Parlament zu bestimmen. Hey. Das ging ja in Verschief. Die Angst, auch in einem kleinen Land wie Luxemburg, dass das Fremde überwiegt, das besteht. Aber wir, glaube ich, sind ja zum Teil wirklich keine allzu guten Menschen. Der hätte das auch nicht gekonnt. Das hat nichts mit dem Wandel zu tun. Das fing an mit der Stadt. Reichtum von Luxemburg wurde nicht auf dem Wandel geschaffen. Reichtum von Luxemburg? Reichtum wurde geschaffen von jenen, die sehr, sehr viel gearbeitet haben in diesem Land. Auf dem Stahlwerken. Tous les gens. Das war die Basis. Und in den 60er Jahren ist der Landplatz entwickelt. Das ist auch richtig, dass Sie als Sozialist das betonen. Das ist doch nicht nur als tous les gens qui travaillent et des choses. Ich weiß, dass wir den Reichtum nicht durch die Serviceindustrie geschaffen haben, sondern weil wir hart dafür gearbeitet haben. 1222, zu Gast bei Lokale, heute Jean Asselborn, der Außenminister Luxemburgs. Asselborn. Ich habe ziemlich viel gelesen. Asselborn. Die Vorbereitung dieser Sendung, es waren etliche Seiten, und da tauchte ganz, ganz früh das Wort Außengrenzen auf. Oh, it's Willy. Hey, Willy. Well, speed up some, old boy. Guck mal, das ist ein schönes Motorrad, oder? Kawasaki. Kawasaki. Oh, it's a Kawasaki. Kawasaki. Was es heißt auch für den Tourismus, für das normale Leben. In den letzten zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten haben wir ja uns gewöhnt, dass die Grenzen, wenn wir dieses Prinzip Schengen beibehalten wollen, das Prinzip Schengen. Die Innengrenzen sind weggefahren, aber ohne Kontrolle. Ohne Kontrolle. Sans Kontrolle. Wird Schengen nicht überleben. Darum sage ich nur einmal, diese Solidarität um Schengen zu bewahren. Die muss vorhanden. Es kann nicht abschotten sein. Wir müssen Schengen bewahren. Wir wollen die Europäische Union bewahren für die gens, für die Völker. Griechenland, es ist auch die Außengrenze Italien und Nordafrika vor allem mit Libyen. Das war ja das Thema unserer Präsidentschaft. Auch das Thema. Ich bin auch überzeugt, dass das Thema noch weitergeht. Aber ich habe 100%ig recht. Das sagt jeder, wenn wir uns nicht fertig kriegen, an den Außengrenzen das zu tun, was notwendig ist. Das schaffen wir nicht allein. Das brauchen wir auch natürlich die Länder, die an unsere Grenzen stehen. Das würde ich gerne noch weiter erörtern. Zunächst erstmal Türkei. Es wird mit der Türkei über Flüchtlingskontingente verhandelt. Nach Erklärung Angela Merkels ausdrücklich mit dem Ziel, dass die Türkei den, und ich zitiere wörtlich, illegalen Grenzübertritt in Europa stoppen. Nein! Was denn nein? Wir müssen einkaufen. Jedenfalls wird er so. Schöne Geste. Von der Türkei erwarten, dass sie sich in ein Konzentrationslager verwandelt, in dem alle Flüchtlinge bleiben. Machen sich die Europäer also hinsichtlich der Verhandlungen mit der Türkei Illusionen? Egal. So, ich jetzt? Es gibt 2,2 Millionen Menschen, die leben. Es gibt
Warte doch! Kind! Das ist ja ein enormer Weitwinkel, der hat ja noch den ganzen Spiegel drin. Ist das gekabelt? Jetzt mal hier ein bisschen rüber machen, das kann ich schlecht schalten. Ich muss ja nur einmal schalten, zweimal. Christian Schulze ist der Reporter. Welche Mannschaften hat denn bisher den besseren Eindruck? Jetzt seit gerade kurz vor wenigen Minuten macht es der Union Berlin. Wir haben es 1:0 erzielt. Oh. Und zwar Bobby Woodwars. Langer Ball in Richtung 16er. Kein Abseits. Gut gestartet vom Amerikaner. Und dann ist er im 16er am 11-Meter-Punkt. Und Michael Rensinger-Thomas von Fortuna Düsseldorf kommt raus. Das sieht gut, aber rechtzeitig. Und er macht das richtig elegant. Es sieht nach Schnee aus. Kannst du mal schalten? Also den Hebel zu dir ziehen? Hier. Zu dir. Danke. Ja. Was? Du hast einen Trick gekriegt, warum? Na, weil du auf einmal so rübergerutscht. Das soll er ja. Das war ja die Idee. Vor allem der Sinn dieses Hebels. Tore von Yüksel. Oh, shut up. Auf dem einen Plakat stand gerade, I feel better with Lametta. I feel better with Lametta? Hell, unbelievably chill. I feel better with the Lametta, for that matter. So many fucking cars. Ja, Arsch, ja. Oh. Dolce Vita. Das war der erste Satz aus der italienischen, seiner vierten Sinfonie, mit dem Philharmoniker unter der Leitung von Giuseppe Sinopoli. Klassik Radio hilft. Unsere große Spendenaktion zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Die Diagnose Krebs, die ändert das Leben für immer. Und ganz besonders furchtbar ist es, wenn es Kinder sind, die so schwer erkranken. Damit hört dann die Kindheit erstmal auf. Es beginnt eine ganz schwere. Have one? Oh, schon. Leite de março salvador. Português. Verão está no fim. Todo mato está em flor. Eu me sinto num jardim. Quem sair do abaeté. Na praia do Flamengo. Não de carro mais a pé. Pelas dunas mato adentro, há de ver belezas tais, que mal dá pra descrever, tem orquídeas gravatas, água limpa de beber, borboletas e besouros, cavalinhas e tem lagartos verdes, raposas.
folhas cor de rosas, entre flores amarelas, são cores com senhoras, entre manchas de aquarela. Nessa tarde vem na brisa, um cheirinho de alecrim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Dai. Fá. Que desprezou seu amor. Agora é tarde demais. Não sofro mais essa dor. É tarde. Arranjei. Allora dormiamo. Dai. Ah, good. Heavy duty. Guck mal, die. Auf vier Mods bis zum Anschlag. Dame mit Hut. War ja eigentlich klar. Klar war's klar. Good morning, sir. Es gibt schon 20 Jahre RTL. 20 Jahre RTL? Ja. Und kein Ende in Sicht, was? Ding, 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 ding.
Wovor? Wenn du so schnell um Hier gibt's keine Bären. Aber wenn du so schnell um die Ecke gehst. Fahr doch nicht schnell um die Ecke. Red doch nicht, Kind. Schnell um die Ecke. Da wären zwei, ja? Aber ich glaube, wir finden noch einen besseren. Das ist mein Ort. Was denn? Hier ist einer. Ja, der ist auch blöd. Dann nehmen wir doch. Okay. Prendiamo. Baila, baila, muchacha. Baila, baila. Muchacha. Baila, 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 baila! Was macht er denn nun? Baila, 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 baila!
Cha-Cha und Manteca. Das Radio 106,8 und Jazz Rio. Und gleich hier die wunderbare italienische Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin Caterina Valenti mit The Way We Were. TBS Rinne. Tiefbau mit Tradition. Bei Störungen, Havarien oder Erneuerungsbedarf Ihrer Trink- und Abwasserleitung oder bei Fragen zur Regenwasserversickerung ist die TBS-Rinne für Sie da. Hier beraten Sie erfahrene Meister und Ingenieure, vertrauensvoll und qualifiziert. Ob Privat- und Immobilienwirtschaft oder Facility Management. Wir betreuen Kunden aus allen Bereichen. Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Best-Practice-Erfahrung. Auch außerhalb der Geschäftszeiten sind wir für Sie da. Berlin 924-09-369 oder www.tiefbaunotdienst.berlin. TBS Rinne. Tiefbau mit Tradition. Machen Sie Urlaub zu zweit im Boutique Hotel am Park in Südtirol. Jetzt im Jazzradio Shop. Direkt am Skigebiet Kronplatz. Verbringen Sie 3 Nächte in der Junior Suite, inklusive Frühstück und einem 4-Gänge-Menü im Kulinarium des Hotels, umgeben von den eindrucksvollen Dolomiten. 3 Nächte für 2 Personen zum halben Preis, nur 246 Euro. Das Boutique Hotel am Park in Südtirol unter shop.jazzradio.net. Wake up! Hier ist ein Spiel, das du mögen könntest. Okay. Es geht so. Jedes Mal, wenn du mir 1 Euro gibst, gebe ich dir 6 Euro zurück. Verstanden? Du gibst mir 1 Euro. Ich gebe dir 6 Euro. Dieses einfache und ansprechende Spiel hat einen Namen. Es heißt Radiowerbung. Radio und du kannst es jetzt sofort hier auf diesem Radiosender spielen. Forschungen aus dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten sagen, im Durchschnitt bringt das Radio die 6-fache Investmentrendite. Um mehr zu erfahren, besuche werbung.jazzradio.net. Of my mind, misty watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the spires we left behind. Smiles we gave to one another for the way we were. Can it be that it was all so simple? Day, day, day. Or has time rewritten every line? If we had a chance to do it all again. Keiner. Maybe beautiful and yet what's too painful to remember? We simply tried to forget.